JunkTaster.com, and this is Beck's Gold. Yeah, and it's a block party edition. So the front label is basically, yeah, I think the album cover of their fourth album entitled Four. Yeah. So I think, yeah, so the merchandise products, so to speak. And there are five different labels, and you can win something if you have all of them. Yeah, and I've got a second one. I don't have all five. And another one would be Anton Kropjian. Alright. I think it's a kind of interesting thing is going on. Yeah, if you don't know Block Party is like a rock band from London. Yeah, Beck's is a beer from Germany, and Beck's Gold is like a soft version, because the original Beck's is very bitter, so they made a soft version for people like me who dislike bitter beers. Yeah, what do you think about this? Was Block Party a good choice on the Beck's? I know that Beck's is very famous in England. And do you think it's a sellout for Block Party? Let me know. Yeah, it's a very softish, mildish beer with, I think, nice, tasty aroma. So it's a win. Yeah, and I think if you are a big fan of Block Party, then it's a collector's item for you. Yeah. So I think it's a nice idea for all Block Party fans out there. Okay, Beck's hat jetzt Künstlereditionen rausgebracht, und zwar fünf Stück. Ich habe zwei gesehen. Das erste, also das hier ist Block Party, das ist eine Band aus England. Ja, so eine Rockband, so Softrock, wie die halt machen. Ja, hier der. Die dritte Generation Beatles-Nachfolger oder so. Genau, und man kann alle fünf Etiketten sammeln. Ach, hier steht ja alles. Seed, Mia, Boys, Noise, Block Party und Anton Kropjian. Den Anton habe ich auch noch. Ja, da stand rum in meinem Getränkestützpunkt. War reduziert, weil das halt, das ist eigentlich ein Tag abgelaufen jetzt, aber das schmeckt man nicht. Okay, und das ist hier das Cover von ihrem vierten Album, Die Vier Ringe. Das heißt auch Four. Ja. Genau, und ja, das wisst ihr sicherlich alles. Beck's kommt aus Bremen. Und ist sehr bitter. Oder ist halt bitter, sehr bitter als Flensburger. Und dann haben sie halt diese Soft-Version Beck's Gold gemacht für alle Weicheier, so wie mich. Ja, also wenn ihr Beck's Gold mögt, seid ihr gleichzeitig ein Weichei. Genau, aber ich sage mal so, es hat nicht diese böse Bitternis, aber immer noch sozusagen ein paar Nuancen, ein paar Aromen, die durchaus biermäßig sind. Ja, es ist nicht total weichgespült, es ist schon noch okay. Und deshalb, ich finde das gut, Win. Ich bin ein Softbier-Trinker. Okay, was haltet ihr davon? Seid ihr Block-Party-Fan? Wenn ihr Block-Party-Fan seid, ist das vielleicht für euch ein Sellout, also ein No-Go? Sagt ihr, mit dem will ich nie wieder was zu tun haben? Oder sagt ihr, ja, es ist cool, würde ich mir auch hinstellen, wenn ich es ergattert hätte? Okay, das war die Review. Danke fürs Zusehen.